Wenn man von den Molekülen ausgeht, und darüber werden wir auch ein bisschen sprechen heute, spricht man von 99% aller Moleküle in uns sind Wassermoleküle. Das ist unglaublich, oder? Also wir müssten dauernd raustropfen irgendwo. Was hält uns denn zusammen? Das ist die Natur des Wassers. Sie werden mehr darüber erfahren. Tatsache ist, Hormone, Medikamente, Kosmetika, das sind Mikroverunreinigungen. Die sind so klein, dass sie in den Kläranlagen nicht herausgefiltert werden können. 15% der Medikamente landen ungenutzt in der Toilette. Man muss sich das mal vorstellen. Anscheinend spülen da x Millionen Menschen einfach ihre Medikamente über die Toilette weg. Das ist Arbeit, Informationsarbeit, die hier wirklich nötig ist. Das ist was so Einfaches, dass man sofort umstellen kann, oder? Es gibt auch extrem viel hormonell wirksame Stoffe in verschiedenen Dingen, mit denen wir uns umgeben. Ein Beispiel ist das Plastik, wo wir Bisphenol A haben, das als Hart- wie auch als Weichmacher gebraucht wird und auch als Grundbaustein überhaupt im Plastik vorhanden ist, das dann ausgewaschen wird, wenn das Plastik in die Umwelt gelangt und dann eben auch wieder die Lebewesen hormonell stört und beeinträchtigt und natürlich dann auch uns, wenn wir dieses Wasser wieder trinken. Pro Tag landen 191 Millionen Plastikpartikel, Mikro- und Nanopartikel pro Tag in der Nordsee über den Rhein. Und das ist nur ein Fluss. 10 Tonnen pro Jahr macht das aus. Das sind Schwebeteile, die wir so mit bloßem Auge kaum wahrnehmen. Wasser ist Informationsträger. Wasser speichert also alles, was es erlebt hat auf seinem Weg, bis es zum Eiskristall wird oder bis es unter meinem Mikroskop landet, austrocknet und seine Spuren hinterlässt. Und hier habe ich jetzt den Versuch gemacht mit Äpfeln, Bio-Äpfel und einem Nicht-Bio-Apfel, Stücke geschnitten, ganz einfach, in ein Wasserglas gelegt, nicht mal sehr lange gewartet, aufgetropft, ausgetrocknet unter das Mikroskop und dann mal gestaunt. Das Wasser übernimmt sehr schnell die Information des Apfels. Und ich glaube, das Bild spricht für sich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch darüber sprechen wollen, ob wir Pestizide wollen in der Landwirtschaft oder nicht. Wenn wir das dann noch vergrößern, sieht es so aus, auch wieder, oder? Die feinen Verästelungen, die zarte Struktur, viel lebhafter, viel vitaler, man spürt das ja schon. Jetzt kommen wir zu diesem Forscher, Gerald Pollack. Er hat die Wasserforschung sehr stark bewegt in den letzten Jahren. Und zwar kommt er jetzt hin und sagt, Wasser ist mehr als H2O. Das ist das Modell, das Pollack eben skizziert hat. Und ich fand es sehr spannend heute Morgen mit den Bienenwaben, als Sebastian gesagt hat, diese hexagonale Struktur ist die effizienteste Methode, um was Stabiles herzustellen. Das Wasser macht dasselbe. Dadurch entsteht dieses höchst stabile Flüssigkristall in der vierten Phase, im vierten Aggregatzustand, das eben die Oberflächenspannung erzeugt und viele weitere Effekte eben begründet. Er wusste, dass gewisse Kräfte, zum Beispiel im Blutkreislauf, nicht reichen können, das Herz zu schwach ist eigentlich, um unser Blut durch den Körper zu pressen und hat sich gefragt, woher nimmt denn der Körper diese Energie? Und da sind wir dann eben beim Thema Wasser ist eine Batterie. Er hat also gesagt, Wasser hat 4 Aggregatzustände, Gas kennen wir, flüssig kennen wir, fest ebenfalls. Nun gibt es diesen 4., der sich zwischen flüssig und fest befindet. Das ist eigentlich im Übergang zum Eis. Es ist eine Art Flüssigkristall, es bildet eine ähnliche Struktur wie ein Eiskristall, ist aber nach wie vor flüssig. Es ist zähflüssiger, hat er gezeigt, es ist dichter, stabiler und eben sehr geordnet. Es ist negativ geladen und dadurch eben ist es eine Batterie, weil positiv und negativ zusammen erzeugt einen Elektronenfluss und das kann wirklich als elektrischer Strom genutzt werden. Und dann noch zum Schluss, Pollack hat gezeigt, Wasser ist eine Batterie. Das kommt wie gesagt daher, dass wir eine Easy haben hier, eine Ausschlusszone, die negativ geladen ist und eine Restwasserzone, die positiv geladen ist. Er hat den Strom gemessen und er hat sogar Geräte entwickelt, die auf Wasserbasis laufen. Also diese Uhr hier ist mit Wasserstrom, wirklich im wahren Sinne des Wortes, dann betrieben.
Jetzt fragen sich, ja, und dann, wenn der Akku leer ist, gibt einen Lader, eine Methode, um diese Wasserbatterie aufzuladen. Und was heißt das? Natürlich die Sonne, vor allem die Wärme, das Infrarot, lädt diese Wasserbatterie auf. Das heißt also, wir haben in unserem Körper ebenfalls easy Wasser an Grenzflächen, zum Beispiel in der Zelle, wo die Zellwände dieses easy Wasser erzeugen. Und wenn wir dann an die Sonne gehen und Wärme aufnehmen, dann wächst diese easy. Und wenn wir Hypothermie haben, wahrscheinlich schrumpft sie. Und was passiert dann? Die Spannungsunterschiede zwischen positiv und negativer Ladung, die werden kleiner, wir haben weniger Energie.